Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute ist Sonntag, der 15. März und wir leben in Corona Times. Ich bin kein Virologe, kein Arzt und kein gar nichts. Ich will einfach mit euch teilen, wie auf mich diese ganze Sache wirkt, was sie für mich bedeutet, auch persönlich bedeutet und wie ich persönlich damit umgehe. Es ist eine Riesenherausforderung auf allen Ebenen. Was ihr vielleicht an meiner Stimme hören könnt, ist, ich habe eine Erkältung, richtig. Und zwar seit einer Woche, sie ist gerade am Abklingen. Es begann mit Schnupfen und endet jetzt mit Husten und ich hatte Halsschmerzen und kein Fieber. Und da gerade Faktenchecken auch eine ganz gute Sache ist, es gibt verschiedene Übersichten, wie man eine normale Erkältung von einer normalen Grippe vom Coronavirus unterscheidet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bin ich da mit Schnupfen, keinem Fieber, Halsschmerzen ganz gut dabei. Also ich gehe davon aus, dass es eine dieser Erkältungskrankheiten ist, die man normalerweise um diese Zeit hat. Ja, wie gehe ich im Moment mit dieser Situation um? Und ich habe festgestellt, das ist eine Extremsituation und sie fordert wirklich alle Kräfte und alles, was ich in meinem ganzen Leben gelernt habe. Und die erste entscheidende Sache ist, nicht wegzuschauen, sondern face the facts. Dass man einfach hinschaut, dass man nicht versucht, das nicht wahrhaben zu wollen, was da ist, sondern dass man wirklich sich die Sache anguckt. Nämlich wie wenn eine Schlange in der Wüste auf einen zukommt. Das Wichtige ist, dass man sie im Auge behält. Wir haben es also hier mit einer Krankheit zu tun. Das Besondere daran ist, dass sie noch niemand hatte, dass es eben keine immunen Menschen gibt auf der Welt und dass sie sich deshalb viel, viel schneller ausbreiten kann als alle sonstigen vergleichbaren Virenkrankheiten. Insgesamt geht man davon aus, dass 60-70% im Laufe der nächsten 2 Jahre diese Krankheit durchstehen werden. Das ist nichts Ungewöhnliches, soweit ich informiert bin. Es gibt einen bestimmten Prozentsatz, der mit schwereren Erkrankungen zu rechnen hat. Der wird unterschiedlich angegeben bei 10-20%. Und da wiederum gibt es einen Anteil von Menschen, die sehr schwere Atemwegserkrankungen, Lungenentzündungen davontragen. Vor allem ältere, vorbelastete Menschen, die ohnehin Probleme mit der Atmung haben oder mit der Gesundheit oder dem Herz-Kreislauf-System, sind dann besonders betroffen. Der entscheidende Punkt ist nicht der, dass wir nicht krank werden sollen oder dass wir das nicht überstehen, sondern dass, wenn die Zahl der in kurzer Zeit Angesteckten zu hoch wird, auch der Prozentsatz der Schwererkrankten zu schnell zu hoch wird und dann das Gesundheitssystem in die Knie geht und auch zum Beispiel andere Notfälle nicht mehr behandeln kann. Und deswegen geht es nun darum, diese Kurve möglichst abzuflachen und zu verlangsamen. Das ist etwas, was ihr, nehme ich an, alles schon mal gehört und gesehen habt. Ich habe dazu 2 Wochen gebraucht, bis ich das alles verstanden habe. Ich war auch, muss ich zugeben, vor einiger Zeit noch auf dem Stand von Dieter Nuhr, der eben damals meinte, komm, was soll das? Ja, wir haben 50 Erkrankte in Deutschland, lass mich doch jetzt bitte meine Aufführung machen. Und das Problem ist eben das, was wir sehr gerne sehen, wenn wir an den Zinseszinseffekt denken, dass eben die Tatsache, dass jeder, der erkrankt ist, nicht nur einen ansteckt, sondern eben ein Mehrfaches, dass das zu einer exponentiellen Funktion führt. Das wird gerne verbildlicht im Beispiel mit dem Reiskorn oder mit den beiden Menschen, die jeweils 30 Schritte zurücklegen. Der eine macht immer den gleichen Schritt, ungefähr 1 Meter, und der andere macht jedes Mal einen doppelt so großen Schritt. Ja, also erst 1 Meter, dann 2, dann 4, dann 8. Und der Unterschied ist der, dass der mit den doppelt so großen, immer doppelt so großen Schritten am Ende dieser 30 Schritte einmal um die Welt gelaufen ist. Das heißt, wenn wir unsere Fallzahlen im Moment immer um 25-30% erhöhen, dann kann man sich eben ausrechnen, wenn es halt heute nur 4.000 sind, dann sind es halt dann morgen 5,5 und dann 8 und dann und so weiter. Und dann kommt man eben je nachdem plötzlich zu 250.000 oder 2 Millionen, je nachdem, ob man was unternimmt oder nicht. Oder vielleicht 20 Millionen. Und das geht relativ schnell. Und das ist der Grund, warum gerade alle so ein bisschen in Alert sind und warum wir eine ganz besondere Situation haben. Also, face the facts. Vielleicht kurz ein Wort dazu, was mich persönlich das antrifft. Gut, Krankheit, ja, klar, ich kann auch krank werden. Ich hoffe, dass ich einigermaßen gut trainiert bin, ich sowas überstehen könnte. Bei meinem Papa sieht es sicherlich anders aus. Er ist sicherlich genau die Gruppe von Menschen, für die man das Ganze jetzt macht. Er hat eine schwere Lungenkrankheit, Sauerstoff beatmet und das wäre sicherlich nicht gut, wenn er zu denen gehören würde, die von diesem Virus befallen würden. Natürlich bin ich wirtschaftlich betroffen und zwar ganz enorm, weil ich komme aus dem künstlerischen Bereich, aus dem Veranstaltungsbereich und da war die letzte Woche eine Absagewelle.
Letztendlich sind sämtliche Vorhaben und Verträge, die ich für die nächsten 2-3 Monate geschlossen hatte, abgesagt worden. Das ist im Grunde ein Auftragsvolumen, von dem ich normalerweise 3 Monate lebe. Am Anfang waren das Veranstaltungen, klar, Großveranstaltungen. Gott sei Dank habe ich die Gelegenheit, öfters auch mal große Veranstaltungen zu moderieren. Aber das sind natürlich die, die zuerst abgesagt wurden. Ist aber egal, weil danach wurden auch die kleineren abgesagt und bis runter zu einem Vortrag, den ich nächste Woche vor 30 Leuten gehabt hätte. Findet alles nicht statt, kriegt man überall kein Geld. Und in vielen Fällen lässt sich es auch nicht verschieben oder nachholen, sondern ist einfach weg. Gerade im künstlerischen und im Veranstaltungsbereich gibt es da natürlich, so wie auch im gastronomischen und im Tourismusbereich, riesige Folgen. Ein Beispiel, wir hatten hier in Konstanz ein super Projekt, ein Kunstprojekt, Lichtprojekt, wo die Philharmonie live Beethovens 5. spielen sollte. Es wird hier ein altes Hochhaus demnächst umgebaut zu Wohnungen, und bevor dies der Fall ist, hatten 2 Lichtkünstler dort eine wunderbare Lichtinstallation mit der Technikfirma, die mich auch schon seit Jahren betreut, gemacht. Sie hatten in diese ganzen Fenster, die ihr seht, Lampen installiert, die verknüpft und dann ein künstlerisches Konzept erstellt und dann die Lampen angetriggert, das Orchester hat geprobt und so weiter. Und naja, das Ganze ist nun einfach entfallen und es wird nie mehr zu sehen sein. Also die waren da mit 20 Mann seit 2 Wochen zugange. Das nur einfach mal als Beispiel, inwiefern das jetzt jemanden betrifft. Ja, wie gehe ich mit der Sache um? Ein zweiter Punkt vielleicht, der mir immer schon wichtig war, ist, wenn mir Leute Informationen gegeben haben, dass ich mir überlegt habe, ja, wer sagt mir diese Informationen? Also prüfe die Quellen. Wer ist das und welches Interesse hat er dahinter? Es ist zum Beispiel gut zu wissen, wie auf Social Media Dinge funktionieren, und insofern beunruhigt es mich nicht besonders, wenn ich unter entsprechenden Videos Verschwörungstheorien lese und ja, das ist doch alles, die betrügen uns doch, es ist doch viel schlimmer und so weiter, weil das ist natürlich die Art, wie auch unter jedem Elektromobilitätsvideo, unter jedem Klimaschutzvideo argumentiert oder eben nicht argumentiert wird. Man muss einfach unterscheiden, was ist substanzielle Information, woher kommt sie. Auch WhatsApp-Nachrichten von Menschen, die aus sicherer Quelle wissen, dass, keine Ahnung, Ibuprofen schlecht ist für Corona und so weiter. Und da muss man sich einfach teilweise auch schützen und sich auch überlegen, was ist der Grund, warum mir jemand zum Beispiel eine Nachricht schickt. Klar, er will mir helfen, aber in ganz vielen Fällen ist es eben so, dass die Menschen, ja, sie haben selber Angst. Sie versuchen damit zurechtzukommen mit der Situation, und das tun sie, indem sie andere an ihrer Angst teilhaben lassen. Ob das nun jeweils immer vernünftig ist, ob das jeweils immer verantwortlich ist, ist eben die andere Frage. Das Interesse der Presse ist ja letztendlich auch nicht in erster Linie Informationen, sondern natürlich den Zuschauer, den Zuhörer, den Leser am Haken zu halten und ihm das zu bieten, was gerade seine größten Ängste sind. Also deswegen ist logisch, dass da viel auf Ängste geht. Ich sage mal nur ein winziges Beispiel, eine Schlagzeile, jetzt schon 20 Fälle in Baden-Württemberg. Da steckt eine Vorwertung dahinter, die nirgends am Schluss erklärt wird. Der Virologe Christian Drosten, der übrigens einen ganz tollen Podcast im NDR hat, den Coronavirus-Update-Podcast, hat gerade in der heutigen Folge gesagt, dass er zum Beispiel jetzt aus der letzten Folge zitiert worden sei mit einer Aussage zu Schulschließungen, die komplett aus dem Zusammenhang gerissen wurde, weil er bezog sich damals auf die spanische Grippe und hat dazu dann etwas gesagt in der damaligen Zeit, keine Ahnung, 1918, glaube ich. Das hat die Presse dann einfach zitiert, ohne den Zusammenhang, dass es sich um ein Zitat zur spanischen Grippe handelt. Also insofern, man kann nicht vorsichtig genug sein, was Informationen betrifft. Viel Information muss nicht gut sein. Ich habe auch dann ständig an diesem Topf gehangen, wie viele Fälle sind es jetzt in Belgien und wer macht jetzt die Grenzen dicht. Und letztendlich merke ich, dass jede dieser Informationen mir eigentlich nichts bringt, außer vielleicht eine Unsicherheit, eine Angst verstärkt. Und das ist nun tatsächlich mal rational betrachtet das Einzige, was einem überhaupt nicht weiterbringt.
Das ist der dritte Punkt, wie ich versuche, mit der Sache umzugehen, ist eben, ich versuche bewusst den Fokus zu lenken. Dass ich mich nicht leiten lasse von dem, was auf mich einprasselt und dann entsprechend reagiere, sondern dass ich mir bewusst bin, dass ich jetzt ein bestimmtes Segment der Wirklichkeit wahrnehme, dass ich aber auch zum Beispiel mich fokussieren kann auf das Vogelgezwitscher, was ich gerade höre, auf den blauen Himmel über mir und dass der die Wirklichkeit, die im Moment herrscht, genauso repräsentiert wie die 4600 Coronavirus-Erkrankten, die Bestätigten, die es im Moment in Deutschland gibt. Bei dem Fokus ist eben auch wichtig, dass bei dem, was auf mich einprasselt, ich versuche zu unterscheiden, okay, was hilft mir wirklich gegen die Gefahr? Und was hilft anderen gegen ihre Angst? Davon haben die was, deswegen verstehe ich, dass sie es tun. Davon habe ich aber keinen Gewinn. Insofern ist eigentlich das Allerwichtigste, was ich im Moment tun kann, mich zu fokussieren. Und das mache ich seit einigen Jahren mit Meditation. Ich mache es viel zu selten, ich mache es viel zu wenig. Und ich merke auch, wie schwer es mir im Moment fällt, weil die Gedanken abschweifen und so weiter. Ich habe dazu die App Headspace, mit der ich das mache. Und ja, und das ist tatsächlich etwas, was ich versuche, regelmäßiger nun im Moment zu tun. Viertens, wie handle ich nun konkret anders als vorher? Bleiben wir mal bei den ganzen Basics. Ich mache die Handwash-Challenge der WHO. Ich habe mir das tatsächlich angeschaut. Ich habe mir zwar auch schon seit 2 Wochen die Hände gewaschen, aber ich habe mir jetzt das Video angeschaut und so auch noch und so auch noch und so. Ich habe versucht, ein Verständnis auch zum Beispiel über Christian Drosten und seinen Podcast zu entwickeln dafür, wie sich eigentlich der Virus verbreitet. Habe zum Beispiel keine Angst, wenn ich im Freien mit Menschen, die 2 Meter oder 3 Meter von mir entfernt sind, spreche, weil das Virus nicht so weit kommt und sowieso auch dann zu Boden fällt, sich also auch nicht hält. Es gibt also nebenbei auch keinen Grund, die Menschen, die einem beim Spazierengehen begegnen, nicht anzuschauen oder sogar anzulächeln. Also Lächeln steckt nicht an, das ist relativ sicher erwiesen. Ja, ich versuche natürlich auch zu Hause, dass nicht permanent lauter verschiedene Leute ein- und ausgehen. Ich treffe mich, wenn ich mich treffe, gerne im Freien, draußen. Ja, wie vielen anderen in der Unterhaltungsbranche ist natürlich mir auch ein großer Zweig meiner Betätigungen weggebrochen. Ich hätte Podcasts machen sollen am Rande von Tagungen. Ich hätte Vorträge halten sollen und hätte Veranstaltungen moderieren sollen und da ist im Moment nichts zu wollen. Ich bin in dem Fall sehr froh, dass ich ja vor 2-3 Jahren auch schon angefangen habe, mich dem digitalen Sektor zuzuwenden. Das ist derjenige, der im Moment natürlich nun das Entscheidende ist, je weniger die Leute rausgehen können und zu Veranstaltungen gehen können. Das heißt, ich werde auf jeden Fall natürlich weiter Podcasts machen. Ich werde auch technische Möglichkeiten entwickeln, vielleicht telefonische Podcasts in einer einigermaßen guten Qualität auch für Auftraggeber herzustellen. Sehr passend ist es natürlich auch, dass mein Hörbuch Willkommen in Neuland gerade erschienen ist, weil wenn demnächst viele Leute viel Zeit haben, dann ist das die ideale Möglichkeit. Man muss nicht mehr in einen Buchladen gehen und sich ein Buch kaufen. Und ich finde, dass diese 4 Stunden 50 Minuten auf jeden Fall auch eine ganz gute Abwechslung sind. Und ich berate nach wie vor andere darin, ihren Kanal aufzubauen, helfe ihnen dabei. Und da sind tatsächlich gerade ein paar ganz spannende Projekte auch, weil eben jetzt durch den Mangel an persönlichen Kontakten oder Veranstaltungen da ein großer Bedarf entstanden ist. Insofern habe ich Chancen, diese Zeit irgendwie zu überstehen. Zuletzt, was wird für mich das Härteste sein? Wie gesagt, wenn zunehmend auch eben die Reisefreiheit, die Versammlungsfreiheit eingeschränkt werden sollte, wenn man nicht mehr vor die Tür kann, dann gibt es tatsächlich ein ganz pragmatisches Problem. Ich denke sehr oft beim Laufen. Das heißt, ich spaziere eigentlich durch die Gegend und denke dabei oder telefoniere dabei. Das würde mich tatsächlich treffen. Ich bin ein sehr sozialer Mensch. Insofern hat mich alleine schon der Satz gestört, man soll seine sozialen Kontakte aufs Minimum reduzieren, weil das ist natürlich mein Leben. Ja, und wenn das nur noch eingeschränkt möglich wäre, dann würde mich das natürlich belasten. Ja, und ein Punkt, auf den ich mich auch nicht freue, wenn es wirklich dazu kommen sollte, ist natürlich, dass meine Familie und meine Lieben sehr verstreut sind, sehr weit auseinander sind und ich dann für eine gewisse Zeit nicht mit allen zusammen sein kann, möglicherweise. Also, wie schon am Anfang gesagt, es wird eine herausfordernde Zeit, die uns an die Wurzeln führt, an das Eingemachte führt. Und ich hoffe, es war für euch interessant, meine Gedanken dazu zu hören. In der nächsten Zeit werden vielleicht auch Livestreams kommen auf YouTube, auf Instagram oder TikTok. Und ich hoffe, ihr seid dann dabei. Ich hoffe, ihr übersteht die Zeit gut und mit mir zusammen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder zu einem Video. Bis dann, euer Dieser Dad.